Schwarzwald, in der schönen Pfalz. Donnerwetter, sind da ein Haufen schöne Menschen. Schön! Ja, Sie wissen ja, wissen Sie, an was man merkt, wenn man alt wird? Wissen Sie nicht? Wenn einem morgens die Zähne aus dem Wasserglas anlachen. Ja, ja. Oder wenn Sie die Brille reinmachen müssen, um die Brille zu finden, ja. Die Renate, die sagt immer zu mir, was sie so ärgert am Altwerden, ist, wenn sie vorm Spiegel steht und dann schaut sie ins Gesicht und sagt, Donnerwetter, schon wieder eine neue Falte im Gesicht und dahinter hätte ich so viel Platz. Ja, lassen Sie es raus. Ja. Sie, da hat mich ein Mann verfolgt. Ich lauf daher. Der läuft hinter mir. Ich spürte den Atem in meinem Nacken. Er überholt mich, steht vor mich hin. Dieser Mann hatte einen langen Mantel an, von hier oben bis hier runter. Dann steht er vor mir und macht, wäh! Der hatte nichts drunter. Das war ein Exhibitionist. Donnerwetter. Ich hab gar nicht gewusst, dass die aus Speyer kommen. Donnerwetter. Ich hab zu ihm gesagt, Sie Flegel, kaufen Sie sich eine Unterhose. Und wenn es sein muss, aus dem Rheinland. Wissen Sie, was Männerunterhose auf Rheinländisch heißt? Rüsselsheim. Donnerwetter, ich kann Ihnen sagen, hier in der Pfalz, da sind die Menschen so glücklich. Das ist eine wahre Freude. Und ich habe heute Nacht so gut geschlafen in dieser Pangs-Pangs-Pension. Ich habe sogar... Ich hab sogar was geträumt. Ich hab geträumt, ein junger Mann zog mich ins Gebüsch. Ja, das Gras, es war grün, es roch sehr frisch. Was er mit mir machte, verwirrte mir den Sinn. Ich sage Ihnen nicht, was er tat, aber ich gehe jetzt noch mal hin.